Ich schlafe überall, egal ob im Wald, am Fluss, auf Kuhweiden, auf Bänken, auf dem Berg, in Lost Places, in der Höhle, unterm Felsen, im Tiefschnee oder unter Autobahnbrücken. Herzlich willkommen in der lauten Autobahnbrücke. Es wird eine ohrenbetäubende Nacht sein. Dankeschön. Ich werde morgen nur halb so viel hören wie heute. Ich werde mir Taschentücher in die Ohren stecken, glaube ich. Das wird so richtig geil sein. Und es regnet die ganze Zeit, es ist total kühl. Und deswegen schlafen wir unter dieser Autobahnbrücke. Das wird so richtig geil sein. Es regnet hier so richtig in Strömen. Es ist richtig spierlich hier, dieser Regen. Es regnet hier so richtig in Strömen. Der Regen muss weg. Aber dafür sind wir unter dieser lauten Autobahnbrücke und müssen hier eine Nacht verbringen. Wir versuchen jetzt gerade mit unseren Tarps einen Windschutz aufzubauen, weil das ist hier total schmierig windig. Und dieser ganze Regen, der peitscht hierher wegen dem ganzen Wind. Genau, der klatscht hier rein und macht uns die ganze Zeit unsere Sachen nass. Mein Schlafsack ist hier jetzt schon total durchnässt. Und das will einfach nicht aufhören. Das ist hier alles total windig. Das ist voll scheiße. Das fliegt uns weg, dieser Tarp, die ganze Zeit. Das ist richtig hässlich, diese Brücke hier. Das wird eine richtig hässliche Nacht sein. Der ganze Wind will nicht weggehen und der ganze Regen, der peitscht hier unter dieser Brücke hier drunter durch. Und unsere ganzen Sachen sind hier nass. Und wir haben bestimmt die letzten 2-3 Stunden damit gekämpft, diesen Tarp hier vernünftig aufzubauen. Und das war richtig scheiße gewesen mit dem Wind. Und das funktioniert einfach gar nicht. Das ist voll scheiße. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir die ganzen Sachen hier zusammenräumen und nach da drüben hingehen, da wo die Wand ist. Weil da drüben, wo die Wand ist, da ist ein bisschen windstiller. Man ist auferstanden und die Nacht war voll scheiße gewesen, man konnte kaum schlafen. Also ich konnte zwar ein bisschen schlafen, aber diese ganzen Geräusche haben so richtig belästigt. Na gut, der Wind ist zwar ein bisschen hier weniger geworden und diese Regentropfen, die unter der Brücke durchgepeitscht haben, sind auch weniger geworden. Aber trotzdem war es so richtig scheiße gewesen, hier zu schlafen.